Schönen guten, liebe Leute, sind wir wieder hier in meiner Runde Salon Dark. Und letztes Mal sind wir hier auf dem Hasenhüttel. Auf dem Hasenhügel hier, oder Hasen. 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 Wir haben hier einen Hasen erlegt. Und, also wir haben eigentlich, haben wir uns erlegt, weil wir ordentlich ins Wasser gefallen sind. Oh, wir sind auch erschöpft bis zum äußersten Rand. Ich glaube, wir sollten erstmal eine Stunde Haie machen, ne? Wir haben auch 12 Stunden Tageslicht, Mama. Aber deswegen will ich aber jetzt noch nicht Haie machen. Ich will noch ein bisschen gucken, was hier gibt. Kondensmilch, immer gern gesehen. Schrank. Ja, herein. Typisch, ne? Typisch. Ja, wir gucken einfach mal in die Schränke und ich muss mich später kümmern. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Haben wir ein Gewehr gefunden. Dummerweise haben wir das Gewehr. Wir haben alles, was gewehrtechnisch noch zu gebrauchen ist, haben wir alles noch in der Tankstelle. Jetzt ist die Frage, jetzt würde ich am liebsten zurück zur Tankstelle und meine ganzen Sachen holen, die ich so brauche für mein Gewehr. Denn, da ich ja leider schon weiß, dass man auf dem Weg von hier aus zu dem trostlosen Ort da, wo ich hin möchte, noch dem einen oder anderen Viech begegnet, was einen so ein bisschen mitnehmen kann. Wäre es vielleicht schon besser, wenn man ein Gewehr mitnimmt. Wenn man es schon hat, dann nimmt man es auch besser mit, ne? Habe ich mir so gedacht. Und das wäre auf jeden Fall eine Maßnahme. Ne? Schade, jetzt nichts in den Schränke, ne? Blöd gelaufen, ne? Und ja. Deswegen, da wir sonst nichts zum Anziehen hier, zum Reparieren oder irgendwas haben. Was rede ich denn? Ich weiß auch nicht. Ich bin so aufgeregt, ne? Weil ich mein Gewehr jetzt nicht benutzen kann, ne? Verhungern werden wir jetzt gerade mal nicht. Wir haben noch ordentlich Wurstfleisch gehabt, gefunden, letzte Folge. Und auch eine Kondensmilch. Und ein Hemd. Ach, und eine Sturmlaterne. Die nehme ich mal natürlich noch mit. Das Zeug hält mich auf, ja. Da hast du wohl recht, mein Lieber. Speck, back die mal. Speck, speck, speck die mal weg. Ein paar Sachen wären nicht schlecht hier. Komm schon, ach komm schon. Das ist nie so ein olles Hemd. Wer braucht denn sowas? Da können wir vielleicht noch was reparieren. Aber wir sind eigentlich fertig mit der Welt. Wir können eigentlich nichts reparieren gerade, ne? Sowas haben wir ja auch gelernt. Wollsocken sind gut. Unterm Bett noch was versteckt hier. Ein Lover oder so. Schublade. Schublade. Oh, Daunenweste. Gut. Ja, brauchen wir nicht. Glaube ich. Um Thermounterwäsche. Weiß ich nicht. Ist, glaube ich, die andere besser, ne? Oder? Wir werden es sehen, ne? Das hätte ruhig mal was Schönes sein können, ne? Durchaus und ganz gerne mal. Da liegt nichts, Toilette, das nehmen wir alles mit, soll's. Könnte so ein Indikator sein, dass man hier schon war oder so, ne? Wenigstens. So, pass auf. Dann hier. 6 Pillen, ja schade, Antibiotika wäre mir eigentlich lieber gewesen. Steht noch ein Verband, ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn. So. Ich sehe ihn. Und dann haben wir hier noch eine Zeitung. Jawohl. Pong, 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 ping, tong, tong, tong. Das ist mein Klingelton, wenn ich eine WhatsApp bekomme. Ja, so sieht das aus. Ich habe jetzt sehr viele Sachen mit, scheinbar. Und wir werden uns noch ein Stück Wurstfleisch reinkloppen. Noch was Kleines vielleicht, das reicht uns. Und noch ein Stück Trinken dabei. Moment, Moment, stopp. Und dann werde ich mal hier schauen. 17 Stunden warten. Da können wir erst morgen. Das ist gut. Das ist ja dauerhaft, ne? Durch Eis gebrochen. Also 16 Stunden müssten wir schon mal schlafen. Mindestens. Wir sind auch total erschöpft. Wir können nochmal 10, 16, können wir mehr schlafen? 12 Stunden schlafen? Komm, mach mal, ja. 12. Macht ja nichts, ne? Prost. Oh, das schmeckt. Oh, das schmeckt. Mm, das schmeckt. Mal eben was trinken. Oh, lecker. So.
Dann haben wir das. Ach, morgen erst, alles klar. Ich wollte jetzt nochmal eben schnell den Lohn nachlegen, aber 9 Stunden Dunkelheit, wir könnten noch, wir müssten noch was essen. Ich beiß mal hier rein. 9 Stunden Dunkelheit. 8, 9 Stunden schlafen. Wir können so viel. Das macht Spaß, ne? Da kannst du pennen, so viel du willst. Und alles wird gut. So, jetzt ist es hell. Ist das nicht schön? Normalerweise müsste jetzt die Nacht um die Ohren hauen. Quasi. 81%, das ist dem geschuldet, dass wir halt noch irgendwelche Sachen da unterwegs haben, ne? Gerade, dass wir nicht und dies und das und jenes, weißt du? Ich weiß nicht, was esse ich? Das Dösenfleisch, haben wir hier ein Dings? Never been so hungry in my life. Wenn wir hier ein Dings hätten, dann hätte ich ja eine Idee. Aber wir hatten, weiß ich noch nicht, mal sehen. Warte mal, unsere Sachen sind die jetzt auch irgendwie nass alle noch? Ne, die sind alle schon trocken, ne? Das trifft sich natürlich gut. Reparieren. Sollen wir noch was reparieren? Hier in der Küche, diesen Ofen, ja, ist okay, ist ein Elektroherd, ne? Den kann man natürlich nicht benutzen. Hier müsste noch ein Dings drin stehen. Hier ist, das war alles, was es hier gibt. Dann ist jetzt guter Rat teuer. Das heißt, wir werden nochmal einen Rückweg antreten, ganz schnell. Hier haben wir nichts liegen lassen, hoffe ich. Vielleicht liegt irgendwo in irgendeiner Ritze noch irgendwas, was man jetzt so nicht sieht, aber das kann auch was Gutes sein, ne? Das kann auch was Gutes sein, ne? Aber ich denke so im Groben. Wir haben alles durchsucht und so, das heißt, wir können eigentlich wieder abhauen. Was ich mir am meisten irgendwas gewehrtechnisch gewünscht hätte, gab es auch nicht hier. Also, habe ich da reingeguckt? Hallo. Hallo. Ja, dann. Tut's mir leid. Jetzt haben wir Hunger. Wir haben so viel Wolfsfleisch gefuttert. Ich sehe sie nicht. Sind das Zombie-Krähen? Sieht ja toll aus, ne? Also ich finde, es sieht ja also, ne? Sieht schon äußerst schön aus hier, jawohl. Da sind die Krähen, da. Nichts zum Laden. Nicht was. Oh, 17 Grad, ne? Also minus. Im Moment ist ja hier plus so 15 manchmal, ne, hier so in der Gegend. Das ist schon gar nicht übel, ne? Ja, ich komme. Ja, wir können nicht rennen, ne? Weil schon wieder alles voll ist. Oder? Ja. So, dann widmen wir uns mal dem, was die Krähen da begatten. Mal kurz. Dann war es ein kurzer Ausflug hierhin, weil dann werde ich sofort wieder abmarschieren. Ich gehe jetzt kein Risiko ein. Glaub's doch selber nicht. Ich gehe jedes Risiko ein, was ich kriegen kann, aber. Da sitzt er, der Jakob. Warte mal.
Federn für meine neuen Pfeile, die ich, wo ich kein Material für habe. 81. Nix drin, weißt du? Nix. Nix hat er für mich. Nix. Oh! Oh! Die habe ich ja fast vergessen. Also die habe ich ja fast liegen lassen, ne? Im letzten Moment sah ich sie und ich werde sie auch einsammeln. Jawohl. Aber das ist das Letzte, was ich tue. Oder das Vorletzte. Ja, ich auch nicht. Immer locker bleiben, immer locker bleiben, Kollege. Immer locker bleiben. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Nimm du mal die Stöcke mit erstmal, ne? Dann können wir nochmal weiterreden. So, wie viel Grad? 11. 11. So, jetzt gehen wir schön nach Hause. Jetzt gehen wir vielleicht sogar ganz nach Hause. Oder? Kommt doch was noch. Kommt doch was noch. Irgendwas finden. Irgendwas nicht finden. Soll ich mal da nochmal hingehen schnell? Ist gerade weit und breit nichts zu sehen. Ne? Kein schwarzer Punkt und kein brauner Klumpen. Also könnten wir eigentlich mal eben da hingehen. Gucken wir mal da rein. Ich weiß nicht, vielleicht waren wir noch schon drin. Kann sein. Weil er irgendwie auf dem Weg liegt da, ne? Könnte sein, dass wir in dieser Hütte schon waren. Das hast du gesehen, das war sofort dünnes Eis und fertig. Jetzt schon wieder unterkühlt? Du willst mich doch verarschen. Das war einmal ganz kurz dünnes Eis, glaube ich. So habe ich es in Erinnerung. Ich habe es ganz kurz gesehen. Da unten schon war ich versunken. In eben diesem. Ja, hier waren wir tatsächlich schon. Siehste? 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 So ein bisschen was habe ich auch schon gefunden hier. Also das da. Da waren wir. Das ist unsere Menschenfreundhütte. Das ist unsere... Moment. Sind wir jetzt gerade weit weg von der Tankstelle? Nee, ne? Ist sie das da hinten? Oder ist sie da? Ne, da nicht, ne? Das war ja... Hä? Oder doch? Ja, ich finde mich nicht zurecht, ne? Was ist denn das da? Waren wir da? Vielleicht... Also, warte mal. Weiß es nicht. Wir sind ja, also normalerweise gehen wir von unserer Insel, dieser Insel, so schräg rüber zu unserem Dings. Weißt du, wo ich jetzt zwischendurch mal war? Wenn das hier der Container ist, dann muss doch da irgendwo die Tankstelle sein. Wenn das da der Container ist. Ich finde mich hier nicht zurecht, ne? Aber da sehe ich den Turm. Guck mal, da oben sehe ich den Turm. Und da gibt es einen Kletterseil, ne? Da gibt es einen Kletterpunkt. Und unser Seil liegt jetzt da hinten irgendwo, falls... Kommt dran, wo wir gerade sind. Nein, das ist hier Dingens. Das ist hier, glaube ich... Ach, ich sag nichts mehr. Das ist hier ganz woanders. Das ist gar nicht... Tankstelle müsste da hinten sein. Da hinten. Ich weiß es nicht, ich weiß es einfach nicht. Das hier ist der Container. Dann ist Tankstelle doch da vorne, oder nicht? I don't know that. Ja, wir verkacken hier wieder. Wir kriegen hier wieder mächtig auf die Nudel. 69%. Ich kann eh nicht rennen, ne? Das war die vernagelte Hütte, genau. Und hier ist der Container. Aus dem wir schon alles rausgeräumt haben. Was wollt ihr denn schon wieder? Wo geht ihr denn hin?
Ne, haut mal ab. Das müsste bedeuten, dass doch hier jetzt, warte mal, zurück sind wir mal gegangen, ne? Also müsste jetzt auf diesem Weg doch irgendwann mal die Tankstelle kommen wieder. Vertue ich mich? Vertue ich mich oder vertue ich mich nicht? Ne, ich vertue mich nicht. Hier müsste doch demnächst die Tankstelle kommen, oder? Wenn ich mich nicht irre. Und dann nehmen wir unsere schönen Sachen mit. Ah, und wir haben auch Gewehrzeug schon. Ich glaube, wir haben Gewehrputzzeug schon gefunden irgendwo. Bestimmt, oder? Und können wir unser Gewehr putzen? Ach, das wird schön. Aber ich fürchte, hier kommt die Tankstelle nicht. Aber warum denn nicht? Oder doch? Ich habe echt keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich bin. Doch, ich weiß, wo ich bin. Ich weiß wie rum das jetzt gehört, weiß ich nicht. Ne? Das habe ich vergessen. Hier kommt gleich das Auto. Da müsste das Auto kommen. Und danach kommt, dann müssen wir da durch. Und dann kommt da hinten die Tankstelle. Ne? Ja, ja, klar. Oder? Ich bin mir ziemlich sicher gerade. Das könnte durchaus so sein. Jetzt sind wir im Kreis gelaufen. Und hier oben ist der Turm irgendwo. Wenn man hier hochgeht vielleicht sogar. Ich habe das da jetzt nicht mit, ne? Deswegen lassen wir das jetzt. Sonst würde ich jetzt mal schnell hochlatschen. Weil da war, glaube ich, auch noch was drin, ne? Wenn ich mich nicht irre. Und wann irre ich mich schon mal? Wir sind schon wieder unterkühlt. Pass auf, ich will mal eben ganz kurz was reinschmeißen. Der ist zwar kalt. Wenn man den jetzt trinkt. Gibt der trotzdem einen Wärmebonus? Ne, nur wenn er heiß ist, gell? Würde ich ja mal behaupten. Ne, der gibt keinen Wärmebonus. Ist ja klar. Wir sind unterkühlt, das ist schon wieder kacke. Das ist schon wieder nicht so gut. Aber wir sind ja gleich in unserer geliebten Tankstelle. Das wird schön. Ein Wiedersehen. Auf Wiese gehen! Und dann haben wir unser schönes Gewehr und dann haben wir auch ordentlich Munition. Munition haben wir auch dafür. Oh, wird das schön. Ich glaube, wenn man lädt, sind die wieder offen. Zu, oder? Die Motorhaube kann man ja aufmachen, ne? Da kann man noch eine Batterie. Da soll man noch mal irgendwann vielleicht mal was mit machen können. Ja, wir haben schon 10-mal reingeguckt. Komm. Oh, jetzt wollen wir schnell nach Hause. Komm. In unser richtiges Zuhause erstmal wieder. Freut mich gerade echt. Und für alle, die sich fragen, was für einen Tee trinkt der da? Ingwer. Ingwer pur sogar. Und ich muss euch sagen, das schmeckt. Mir schmeckt das. Ich mag es, so eine Schärfe zu haben. Verstehst du? So eine leichte Schärfe. Also manchmal ist es mehr, manchmal ist es weniger. Aber es ist halt pur, ne? Also das ist halt gestückelt, wie es schmeckt. Wie es kommt, ne? Also das ist halt durchgezogen, ne? Volle Möhre quasi. Also das ganze Gerät. Ich nehme nur ein paar mit hier. Ich nehme nicht alle mit jetzt. Ich nehme jetzt nur ein paar mit. Und da ist schon unser Heimstudio. Ich freue mich so. So, Leute. Das ist ein einfacher, das ist ein einfaches Gerät. Und in der nächsten Folge, ne? Also ich werde jetzt diese Woche tatsächlich mal eine Woche lang Long Dark machen. Also jeden Tag eine Folge. Ob das dann so weitergeht, weiß ich noch nicht. Aber ich denke, eine Woche probiere ich das mal aus. Das werde ich tun, jawohl. Und deswegen ist es jetzt Mittwoch. Müsste die Mittwoch-Folge sein, ne? Gestern war Dienstag. Und heute, man höre und staune, heute ist Montag. Ja. Klingt einleuchtend, wenn gestern Dienstag war, ne? Aber vertraut mir, es ist so. So, hier sind wir wieder da. Hallo und herzlichen Dank. Und ich bin so froh, euch wieder hier zu sehen, alle. Und hier haben wir, man guckt halt trotzdem nochmal, obwohl man schon hier gewesen ist.
Man schaut trotzdem noch mal rein. Man schaut rein, ne? Man schaut einfach rein, weil hier in der Ecke noch was liegen könnte oder so, ne? So, jetzt reicht's. Es reicht. Wir haben Wasser, wir haben alles hier, wir haben alles. Oh, und wir können hier auch Sachen hinlegen. Und wir haben auch vielleicht sogar schon was getrocknet, was wir getrocknet haben. Hast mich schon verstanden, ne? Das hier war jetzt nicht lustig. So, pass auf. Ablegen. So, ich habe nur einen Wolfspelz. Wir könnten diese zerlegen. Wir haben so viele schöne Sachen gemacht. Wir haben so schön viele. Oh, das ist den Sprössling habe ich nicht mit. Den Schössling habe ich gar nicht. Den habe ich auch wieder irgendwo liegen lassen, oder? Müsste denn hier sein? Ja, müsste er, oder? Oh, den habe ich liegen lassen. Naja, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Wir haben einen Wetzstein. Wir haben eine Schublade. Eine Schublade ohne Gewehr. Munition! Alle umlagern, bitte. Danke. Ich habe Vorsicht jetzt, Freunde. Wir haben hier. Wir haben Schießanleitungen, die können wir lesen, ne? Zack, packen wir hin. Warte mal, unter Werkzeuge? Ausnehmen. Schießanleitung. Schieß, doch. Und dann wollte ich irgendwas reparieren mit Leder, ne? Meine Handschuhe, genau. Die nehme ich auch mal raus. Die Federn tue ich mal rein. Ich habe kein Gewehr. Putzset? Warum nicht? Habe ich das irgendwo anders hingelegt? Bitte. Oh, bitte. Ja, die kann ich hier rein. Ne, die kann ich nicht hier rein tun, weil ich die woanders hinlege. Ja. Axt und Beile und durchsucht. Und hier habe ich nämlich jede Menge Zeugs. Kappe kann man mitnehmen. Was anderes haben wir scheinbar nicht gerade. So ein Anzughemd brauchen wir nicht. Per se. So eine komische Weste brauchen wir auch nicht. So einen getragenen Parker. Ja, das müssen wir reparieren. Sollten wir vielleicht mal reparieren und gucken, was dabei rauskommt. Hier habe ich nur Zeug drin, ne? Von diesem. Schuhe, guck mal da. Schuhe. Können wir uns noch ein andermal drum kümmern. Dann haben wir hier drin Lampenöl. Ja, 2 Kilo, Alter, so viel. Was haben wir hier? Eine Bügelsäge. Was haben wir? Nix. Was haben wir hier? Oh, Gewehr. Oh, 18. Ich werde bekloppt. Wir schießen hier wie. Wir schießen um uns. Das kannst du ja mal glauben, oder? Wir werden hier um uns drum rumwämsen, was das Zeug hält. Das kannst du ja mal. Also, das steht ja wohl fest. Ich habe hier nichts einsortiert. Komisch. Wir haben hier Essen. Wir haben was zu essen. Boah, wir haben alles. Wir haben alles. Wir sind so richtig gut. Unterkühlungsrüsige finde einen warmen Ort. Ich bin ganz unterkühlt. Ich bin. Verbessertes Ausruhen habe ich jetzt, ne? Ich habe hier Wunden behandeln, so. Mit meinem Tee. Solange ich Tee habe, werde ich diesen Tee dafür nutzen. Erfrierungsrisiko 43% ist natürlich hart. Den betroffenen Bereich am Kopf. Ja, ich habe echt keine. Moment, ich habe gerade eine Mütze gefunden. So, jetzt wird es mir schneller warm. Was haben wir hier noch? Haben wir noch was drin? Wir haben nichts. Wir haben nur das da reingetan. Nur so Futtersachen, ne? Gut. Ah, und Stoff. Stoff nehme ich jetzt mal raus, weil der gehört ja nicht rein. So. Dosenöffner gehört zu dem Essenszeug. Gewehrputzset. Wir haben alles hier. Wir haben alles da, Junge. Wir haben alles hier. Wir haben alles schön gemacht. Wir haben alles super gut gemacht, ne? Wir haben alles super gut gemacht. Ach, hier habe ich noch was drin. Du Schublade. Hier haben wir noch schön Streichhölzerzeugs. Das heißt, wir können die Zeitung noch da reinlegen, wir können das Ding noch da reinlegen, wir können die Streichhölzer noch da reinlegen, alle. Die nehmen wir mit, das nehmen wir mit, ist klar, das Zedernholz, glaube ich, lasse ich auch liegen. Genau, hier Tannen und Zedernholz, das ist mir, das lasse ich hier. Ablesen, so. Buch nimmt man mit. Haben wir sonst noch irgendwie so einen Beschleuniger oder so irgendwo rumfliegen?
den man noch nutzen könnte, habe ich, nehme ich auch einen mit. Ich wollte auch mal ins Journal reingucken, mal wieder. Ja, das macht nämlich Spaß. So, pass auf, hier haben wir fertig. Da können wir was lesen, das müsste für Level 2 reichen. Dann können wir kochen. Feuer machen haben wir ein Buch. Gibt es für Flicken eigentlich auch ein Buch? Wir können auch Gewehr üben. Schießen. Schuss. So, wir sind warm. Wir sind eigentlich warm. Wir haben kein Problem. Wir müssten vielleicht was futtern. Wir könnten mal eine Stunde essen. Wir könnten mal ein bisschen was essen. Hier das Bolzzeug. Gulp. So, warte mal. Ich habe doch hier draußen noch was, oder? Habe ich nicht hier draußen was? Habe ich alles eingepackt? Das heißt, wir können nochmal... Guck mal hier, ey. Frisch! Frisch! Ich kacke ab. Nehme ich mit. So. Ich bin so froh. Wir sind zu Hause. Wir sind zu Hause. So, pass auf. Warte mal, ich überschlag mich hier schon wieder. Tageslicht. So, warte mal. Wir haben ja Bücher, ne? Was ist das hier? Schießanleitung fürs Grand Slam. Ausnehmen in Friar Wild Barn. Haben wir nicht noch andere Bücher gehabt? Wo waren die? Where are the books? Books. Keine Books. Wo waren die Books denn hier? Nein? Dann würde ich nämlich. Wo haben wir denn diese scheiß Bücher hingetan? Hier rein? Ja. Hier haben wir nur ein Kochbuch und ein Frozen-Dings-Buch. Wir machen jetzt mal hier so ein kleines Lektürenlesen. Ja, wir lesen mal eine Lektüre und zwar... Ich wäre jetzt wild aufs Schießen. Ne? Wir werden mal forschen. Ich habe schon eine Stunde geübt. Nee, um 5 Punkte. Um die Hälfte also. Ja? Ach so, das ist ja gut. 4 Stunden also. Können wir ruhig forschen, 4 Stunden. Du bist nicht gesund genug? Was soll denn der Scheiß? Man muss komplett gesund sein, oder was? Ja, ich habe viele böse Sachen hier, ne? Ich habe viele böse Sachen, ja. Das muss ich schon eingestehen, ne? Aber das wusste ich auch nicht, ne? Also warte mal, kann man das Messer reparieren? Kann man das wieder hochbringen? Nur wenn man so einen Wetzstein hat, ne? Den habe ich ja hier. Zack, zeig mal. Kann man sowas reparieren? Wird das denn repariert? Ich schätze schon, ne? Aber das wollen wir jetzt erstmal gar nicht. Wir wollen jetzt unser geliebtes, wunderschönes Gewehr reinigen. Damit es uns nicht den Dienst versagt. Jawohl. Ich habe 31 Reinigungsfertigkeit. Das ist verdammt wenig. Aber wir haben ja noch. Wir haben noch ein Gewehrputzset. Und ich glaube, mit diesem einen kommst du ganz gut vorwärts, oder? Nur 3%, ne? Aber das muss man halt auch üben, ne? So, ich habe nämlich den Thermoskanne, dann kann ich mir den Tee nachfüllen, weißt du? Auch schön. Und wir sind bei 28 Minuten, sag mal. Habe ich sie noch alle? So, warte mal, reinigen. Das machen wir noch schnell. Die eine Runde jetzt jedenfalls. Minus 19%. So, 67%, 76 und ja, Freunde, jetzt würde ich sagen, machen wir erstmal eine Pause. Und ich mache die Pause hier. Ich gehe dann alleine raus und speichere. Weißt du Bescheid? Und wir gucken mal nach unserem Zeug hier. Warte mal. Der ist getrocknet. Der ist noch nicht ganz getrocknet. Der ist vielleicht morgen früh getrocknet. Also einen Wolfspelz haben wir schon. Ne? Haben wir hier nicht noch einen drin? Ne, schade. Aber wir sind auf einem guten Weg. Leute, macht's gut. Ne? Nächstes Mal sehen wir uns wieder. Ciao, ciao.